Hello everybody, welcome back to our channel. Nein, Spaß. Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene. Und heute gibt es ein Fashion Haul von Fashion Nova. Aber ich dachte mir, ich will nicht einfach nur hier sitzen und die Sachen vorstellen und dann und dann fertig ist das Video. Nein, sondern ich sag euch, ich gebe euch meine Tipps und Tricks, wie man richtig Hosen bestellt. Es geht um Hosen, because as girls with thighs, also mit Oberschenkel, das ist schon manchmal ein bisschen hart, Hosen zu bestellen. Also, wenn man im Laden ist, dann kann man sie auch einfach anziehen, ne? So ist es ja nicht. Aber bestellen ist dann wiederum so eine andere Sache. Deswegen gebe ich euch meine Tipps und Tricks. Und zwar das allererste, was ich, also wenn du ein bisschen mehr Oberschenkel und sowas hast, dann würde ich dir High-Waist-Hosen empfehlen. Also bei normalen Hosen denke ich so, oh shit, bei jeder Bewegung sieht man gleich my ass crack, you know? Nobody wants to see that. Bei High-Waist-Hosen habe ich das Gefühl, alles ist schön, so schön intakt und ist auch, ne, alles da, wo es sein soll. Also ihr seht wahrscheinlich schon den Fashion Nova-Karton hinter mir, den werde ich euch gleich vorstellen. Aber wie gesagt, erstmal die Tipps und Tricks. Also erstens, wenn du dickere Oberschenkel hast, ein bisschen Booty hast und so, dann würde ich dir eine High-Waist-Hose empfehlen. Das zweite ist, wenn man Hosen bestellt, sollte man versuchen, darauf zu achten, was für ein Material verwendet worden ist. Ne? Was ich nämlich sehr, sehr doll gemerkt habe bei meinen alten High-Waist-Hosen von Fashion Nova. Also die Fashion Nova Jeans sind sehr, sehr gut. Also da werde ich euch gar nichts anderes erzählen. Nur die waren zu, ich glaube, 60% aus Cotton, also Baumwolle. Und ich habe gemerkt, dass sie schneller ausleiern als die, die nicht Cotton drin hatten. Und deswegen achtet drauf, dass ihr nicht mehr als 35% Cotton in euren Jeans habt, damit sie nicht so schnell ausleiern. Und dann noch Spandex, also Elastizität. Es dauert immer ein bisschen, bis ich das Wort aussprechen kann. Genau, da sollten mindestens 2-3% drin sein, damit auch schön stretchy ist. Ich mag nämlich Hosen nicht, die nicht stretchy sind, weil ich mir dann denke, yo, ich gehe einen Schritt und es fühlt sich echt... Also das Gehen ist hart in solchen Hosen. Und ich habe eine H&M Größe 36 in Hosen. Und bei den Fashion Nova Hosen trage ich die Größe 5. Und ja, damit ihr ungefähr gucken könnt, wie eure Größe ist und so weiter und so fort. So, dann habe ich natürlich einen Coupon-Code für euch. Vorab möchte ich sagen, dass ich nicht an den Coupon-Code verdiene. Also wenn ihr ihn benutzt, ist cool. Wenn nicht, ist auch cool. Der Code ist XOIRENE für 15% Rabatt. Ich benutze ihn sogar selber, weil ich nicht immer was zugeschickt bekomme, sondern auch eigentlich was bestelle dort, weil ich die Seite genuinely gut finde. Jetzt kommen wir zu dem Karton hier. Also als erstes habe ich mir wieder eine schwarze Hose bestellt. In meinem letzten Fashion Nova Haul hatte ich eine super High-Waist Denim, schwarze Hose, was weiß ich was. Und wie gesagt, da war viel mehr Spandex drin, da war viel mehr Cotton drin. Deswegen habe ich das Gefühl, sie leiert oben ein bisschen aus. Hier zum Beispiel steht 35% Cotton und bei der anderen waren 65, glaube ich, drin. Also nicht mehr als 30-40% Cotton würde ich euch wirklich empfehlen. Das sind jetzt einfach Tipps, die ich aus Erfahrung jetzt mal, sage ich, gelernt habe. Auf jeden Fall ist das eine schwarze High-Waist. Sie hat hinten zwei Taschen und ja, die ist nicht super High-Waist wie die letzte, beziehungsweise wie die andere Hose, von der ich geredet habe. Aber die ist auch schon gut High-Waist. Die geht bis zu meinem Bauchnabel-Piercing, was ich eigentlich ganz cool finde oder ganz okay finde. Also ich will jetzt auch nicht, dass sie wieder unter meine Brust geht, ne? Aber ja, das ist die erste Hose, die ich mir geholt habe. Dieselbe Hose habe ich mir auch nochmal in Weiß geholt, weil Weiß und Schwarz, also weiße Hosen, verwaschen ja sowieso generell sehr oft. Deswegen denke ich mir, egal, mehrere weiße Hosen zu haben, ist nicht schlimm. Und das ist auch eine Size 5. Das ist genau dieselbe Hose, hat auch 35% Cotton. Und hier, die hat 1,8% Spandex, aber die ist schon sehr, sehr stretchy. Also vielleicht seht ihr das ja auch. Genau, das ist wie gesagt dieselbe Hose, hinten auch zwei Taschen. Ja, ganz cool. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, ich bin nicht so der Typ, der kurze Hosen trägt. Wenn ich sowas kurzes anziehe, ist es vielleicht ein Kleid bis zur Kniehöhe ungefähr. Und alles andere trage ich nicht wirklich. Vielleicht habe ich auch irgendwie so einen Komplex, oh, meine Oberschenkel wackeln, wenn ich gehe und deswegen ziehe ich keine kurzen Hosen an. Wir haben ja alle unsere Macken. Deswegen, I don't know, I can't tell you, girl. Dann habe ich mir eine blaue Jeans geholt und das ist
Da stand mit Highways. Ich finde nicht sonderlich, dass die Highways ist, aber ich fand die Hose dennoch sehr schön. Deswegen musste ich sie haben. Und zwar ist es eine blaue Jeans. Die hat hier solche, wie nennt man das? So ein geriffeltes Muster hier. Hinten hat sie zwei Taschen, vorne auch zwei Taschen. Und Größe 5. Ach ja, Größe 5 ist Waist 26. Ich bin eine Waist 26 und eine Length 32. Aber die Hose ist sehr, sehr, sehr schön und ich mag die orangenen Nähte auch und sieht eigentlich ganz cool aus. Vorletzte Hose. das ist hier so eine graue. Die Hose sitzt und passt, okay, sie passt gut, sitzt aber nicht so gut, weil ich das Gefühl habe, meine Oberschenkel kommen hier nicht mehr weiter. Also, ich kann die nicht weiter hochziehen. I don't know if I'm getting bigger or anything. Also, die Hose sieht bomb aus. Wenn ich sie jetzt anhabe, würde auch niemand sagen können, ey, irgendwie sitzt die komisch oder so. Aber es ist einfach das Gefühl. Die hat hier so ein paar Ripped Details an den Knien und dann nochmal ganz unten, was irgendwie so einen coolen Look gibt, weil ich keine Hosen habe, die hier nochmal gerippt sind. Und die sieht sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Und sie ist High-Waist und das Material ist hart, also das ist wirklich ein gutes Jeans-Material. Auf jeden Fall mag ich die Hose auch, wie gesagt, sie sitzt nicht so perfekt wie die anderen, aber das liegt... Ich weiß nicht, woran das liegt. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich mag die Hose trotzdem. So, die letzte Hose, die habe ich auch auf meinen letzten Instagram-Post getragen. Also falls ihr mir nicht folgt, mein Name ist Irene Asamoah Official auf Instagram. Und zwar ist es dieses Bild hier. Die Hose sitzt perfekt. Sie sieht perfekt aus. Auf jeden Fall wieder eine Size 5, Waist 26 und... Das hier, das ist auch eine High-Waist-Hose und die hat also einmal hier einen Riss und einmal hier einen Riss. Und ansonsten ist die Hose perfekt. Von den ganzen Hosen, die ich bestellt habe, ist die blaue und diese hier meine Lieblingshose. Okay, kommen wir zu den Oberteilen. Ich habe mir drei Oberteile ausgesucht. Und zwar einmal das grüne hier. Ich mag das Prinzip, ich mag, dass hier diese zwei Stripes sind. Das ist in der Größe S. Und genau, das ist ein Body, den man hier unten zuklipsen und wieder aufmachen kann. Dann haben wir noch dieses Oberteil hier. Das ist so ein Orange-Korall. Ich finde, solche Orange-Korall-Töne sind ganz gut. Also, ja, sehen ganz gut an meiner Hautfarbe aus. Und zwar ist es vorne noch so ausgeschnitten. So, wenn ihr das richtig erkennen könnt. Aber das Oberteil hat nicht einen sonderlichen Ausschnitt, dass man sagt, oh, man sieht voll die Boobies oder sowas. Ist alles irgendwie a bit casual. Klar, zieht das die Aufmerksamkeit aufs Dekolleté, aber man sieht keine Boobies. Und ich mag das Oberteil, das mag ich eigentlich am meisten von den drei Oberteilen. Und dann habe ich noch dieses weiße, simple Oberteil, was ich hier gerade anhabe. Es ist einfach ein weißer Body. Man kann eigentlich nie genug Bodies haben. So, ich hoffe, das kleine Try-on-Haul-Video-Tipps-und-Tricks-Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und folgt mir auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. So, we will reach 30k really soon. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Alle Infos werdet ihr wie immer in der Infobox finden. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.